Bitte mal einen Stinker-Cup, richtig Stinker-Cup. Nein, es gibt keine Stinky-Cups. Es ist unmöglich, ganz normale Stinky-Cups zu machen. Ich mache einen Creator-Cup, aber so, wo ich guck mir ein bisschen was an, so Ebro, Fabienne. Guck mal, aber wenn ich Ebro und Fabienne rauskloppe, dann ist der nächstbessere vielleicht mal so ein Erne oder so und dann heulen alle oder ein Danny und dann heulen die rum, ja, aber er ist dabei. Also die Leute werden immer was zu meckern haben. Danny mockt. Ja, nee, also ich mocke. Also, ne, ja, aber du mockst Fabienne. Du Danny. Er meckt Trolls, Mann. So eine Ast-Gruppe. Danny, das ist erst beschwert sich irgendwer über dich und über mir, oder? Egal, ich hab da nicht ausgemacht. Hallo? Also, ich hab mich das angesprochen gefühlt, um ehrlich zu sein. Gut. Du mobbst. Eli, komm ran auf ein Spielchen, Eli. Los. Ich hab kein Team, aber ich will unbedingt gegen dich spielen. Du bist mein Padawan. Ich bin der Padawan von dir, ich brauch mein Gotti. Ja, ich will immer R9 zu spielen bekommen. Ja, ich mach kein Team. Ich mach Meta gerade. Digga, ich weiß noch gar nicht, wie dieses Spiel funktioniert so richtig, ne? Ich spiele halt das alte Game noch, aber das hat eigentlich ganz gut gefruchtet. Das ist sicher, dein Spiel ist voll geil dieses Jahr. Ja, mein Spiel ist geil. Über die Außen mit Elastico rein. Ja, weil, ja, das ist voll geil. Habt ihr Powershot-Animation aus? Ah, ihr habt mir Hemd gar nicht, ne? Hast du Oma mit Spiel? Edos, hast du Powershot? Ich kann abgewetten und danach bin ich schon leider off, glaube ich. Hast du Powershot aus? Ja, weil angeblich soll dann flüssiger sein. Das ist flüssiger? Was denn? Ja, habe ich gehört. Wenn warte mal, wenn Edos Ding ausmacht. Also hast du ausgemacht? Ja. Lol. Mach diese Plus-Animation. Edos, wie noch eins? Wo geht das? Was ist eins? Edos, wie ein Spiel? Habt ihr das gesehen? Ich kann doch nicht. Warum? Ich kann doch nicht, Danny. Danach. Warum kannst du nicht? Ich muss einen Bappi noch holen. Na, die Angst. Hit, machen wir eins? Ich muss einen Pack-Wette gerade machen. Na gut, okay, gut. So wieder Kali verstoßen. Ich gehe auf WTG-Account. 10 Minuten. Alle fürchten den Kais. Ich verstehe es. Also? Du musst mal gegen Medi wieder mal spielen. Wie alle fürchten gegen wen? Gegen Medi musst du spielen. Medi habe ich heute den Arsch gefickt. Medi habe ich heute den Wund gefickt. Nochmal. Nee, Medi. Medi, was sagt der Medi? Hat er vorhin 3-2 gewonnen mit seinem Icon-Team, Digga, und sagt Arsch gefickt. Willst du keine Revanche, Medi? Ich hab dich zweimal gefickt, Medi. Zweimal. Oha, was sagt der da? Lady oder was? Lady? Chat, warte, wir laden kurz 5000 Euro auf wie Danny und unserem Team und ficken Medi in den Arsch. Ja, also, die anderen nehme ich. Die anderen nehme ich in Rival Schlag mit ihrem 10k-Team. Ja, klar. Sagst du, liegt am Team oder wie? Nee, ist krass. Nee, okay. Steuerst dein Vidic gut, ne? Und dein Lucio, die da alles hinten blocken. Ja, dein Team ist nicht schlecht, Medi. Medi, du hast ein richtig schlechtes Team, ne, Lady? Ja, ein richtig schlechtes Team, Lady, ne? Guck mal, Medi, ich geb dir gleich meine Karten. Meine Spiele haben so viel Ausdauer wie deine, ne? Stimmt. Ja, nee. Ey, Jungs, was soll das, Mann? Mach bitte nur einen Stinker, nur für Medi. Kann alleine spielen, sag ich. Lass jetzt alle Medien in Ruhe, Mann. Da kann ich dafür. Na, Mock, doch. Soll ich mal waschen gehen? Geht ja nicht so. Rauch mal 9K-Bett. Wer ist Rauch? Das ist korrekt. Digga, viele von den Amerikanern ist hier, ne? Ich kann das nicht. Ehrlich oder Alex ja doch nicht. Edos, du musst dich respektieren. Sie wird dir die Welt zeigen. Ich höre Ramirez. Ja, dann brauchst du dich nicht wundern, ne? Wer daneben? Edos. Franks, Jonathan Frankies. Wieso mockst du immer mit deinem Team? Wieso bist du immer derjenige, der mockt? Enki, Dirian und Ramirez. Sag mal dein Team, zeig mal dein Team. Weil er dumm ist, Mann. Umut, arme Mann. Es gibt Leute, die sind arme Mann. Du bist... Warte. Ja. Arme Mann? Wie viel Geld hast du bekommen? Drei. Sehr arm. HDF? Ja, du auch. Ich glaube, VW Talk erst noch. Reife bekommst du, Blutscher. Doch, Dortmund. Du hast doch nicht besseres Team. Oder, Eli, 3 plus Early Access, ne? Ja, ich weiß dir, also. Es sind alle zu teuer, Digga. Ich check das nicht. Oh, ich hab Kolomor nie gezogen. Ihr sagt, Digga, also, du hast das Spiel 8 Tage vor Release. Du hast kein Ginola. Vergleich dein Team mit Dolmikes Team, bitte. Ich kann die ja holen, aber wenn ich die hole, dann habe ich kein Geld mehr. Ich hab ehrlich, mit 3K hatte ich auch R9 schon. Ich hab Mia Hemp für 2,8 geholt. Zeig mal deinen Kontostand.
4,6 Mios. Ja, boah, und du hast noch nicht mal Mbappé und Ramirez, Digga, oh, was? Kein R9, kein Mbappé. Was hast du gemacht die ganze Zeit? Keiner kann sich die leisten, Bruder. Ja, aber Bruder, warte mal. Kannst du dir nicht Ramirez und Putellas holen? Doch. Bruder, was ich mir, du hattest doch 3000 sind 6, 7 Millionen Abstoß. Was ist mit den 7 Millionen gemacht? Gar nichts. Sie haben solche Icon-SBC gemacht, haben. Ich hatte doch nichts. Die haben nichts gezogen einfach. Ja, aber gute 2, jetzt musst du direkt MVP kaufen. Hast du schon Shadow und Hunter und so verkauft? Ey, war wieder mein Fehler am Ding. Mann, nee, wer ist diese Schlampe? Wer ist dran? Wer ist dran? Wer ist da? Dann verkauf doch. Dann verkauf doch. Dann verkauf doch. Ja, ich überleg. Digga, du hast viel zu viel Draft gezockt, ne? Die sind alle so teuer, weil du die alle nicht geholt hast, als sie. Doch, ich konnte sie holen, aber ich hab nicht geholt. Das ist aber schlau, oder? Ja, Bruder, ich wusste nicht, dass sie so steigen. Das ist aber schlau, oder? Ist ja unwahrscheinlich ein Fieber. Auf einmal ist jeder Experte hier, ne? Aber jeder regt sich die ganze Zeit auf, weil alle steigen. Nee, scheiße, wir sind scheiße. Wenn wir 8 Millionen holen, ist scheiße. Mit meinen erneuten Invest, die 3 Millionen, die ich bei R9 gespart habe, plus 2 Millionen, die ich plus gemacht habe, habe ich verfickte 5 Millionen plus gemacht. Und da ist noch nicht mal Vieira und Hem drin. Ich habe ungefähr durch gutes Trading 6 Millionen Coins gespart, weil ich einfach geschürft habe und smart eingekauft, smart verkauft. Ich habe Hem auch für 2,8 geschafft. Was ist das? Aber wenn ich habe Hem für 2,8 geschafft. Ja, das ist stark. Aber du hast ein Problem, du hast Fehler gemacht, Bruder. Du hättest die Fehler gemacht. Verkaufen müssen. Du hättest verkaufen müssen und R9 holen müssen. Das habe ich doch gemacht, genau so. Ja. Aber wenn ich R9 hole, kann ich mir dann maximal nur noch eine MAP holen. Dann ist das so. Ja, du hast von Anfang an alles falsch gemacht. Du hättest viel früher alles verkaufen müssen. Digga, ey, das ist einfach kacke, Digga. Seh's ein. Aber. Bro, Hund. Der Hund. Mach deine Ansagen auf TikTok. Lieber im B chillen. Im B chill mit Lusti. B. Nein, nicht B, im B. Im B. Lieber im B chill mit Musti, oder? Finger weg, Lusti. Bendo, oder was? B, Bruder, im B. B, Bruder, chill. Snoozy, chill. Zika. Im B chill. Also, so eine Scheiße habe ich lange nicht mehr gehört, Real Talk. Als ob im Bendo. Eldos. Sidney, du hast seit einer Stunde nichts gezogen, ne? Nö. Noch 5 Minuten. Hoppa. Doch, ich hatte Saliba. Ich kann. Ah, geil. Dann wie viel kostet der? Boah, ich sag gerade. Oh mein Gott. 70. Ist ja noch. Ist okay, ist billig. Digga, Umut hat die besten Einstellungen in diesem Spiel, ne? Real Talk, morgen kommt Video von mir, meine Einstellungen. Er hat mehr auf 2 Flüge gespielt Bruder, als ich. Digga, ich schwöre auf alles. Digga, jeder Spieler hat einfach 4 verschiedene. Also geisteskrank. Spielt ihr gerade gegeneinander? Nein, Digga, Umut hat mir so vercrackte Anweisungen gegeben. Einfach ein Spieler hat 5 Anweisungen. Morgen kommt Video. Ach, Digga, hätten die Weekend League auf 30 wieder hochgekloppt. Ich schwör's dir, das Spiel hätte alles gefickt. Mit Top 200 noch. Das wäre so geil. Mit Top 230 Games, dieses Game hätte so Potenzial wieder alles knallen. Die Pros ist ja sogar nicht mehr so geil mit ohne Top 100. Ach ja, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir spielen nicht mehr BO2, sondern die stellen ein, dass wir eine Halbzeit 9 Minuten spielen. Und nur ein Spiel. Warum? Ehrlich jetzt? Ja, ja. Ich weiß nicht, die haben das getestet, die finden das besser, hab ich geschrieben. Also ein einziges Game, wie viel soll denn da ein Spiel ausgehen? 15-15? Ein halbe, 9 Minuten, ich bin doch kaputt nach Dings. 60 Minuten, mein Kopf ist Matsche. Und wie machen die das mit den Spielerausdauern? Ja, das bin ich gespannt. Schöne Frage. Machen die das auch schon in diesem Ladder? Aber nee, ne? Da ist es so. In diesem Ladder schon? Mhm. Habt ihr euch registriert? Ihr müsst Division 4 kommen bis zum 1. Oktober. Division Bro, bist du schon? Kommt mal. Sidney, geh mal echt Division 4 und mach mit einfach so. Was ist denn das? Man muss Division 4 kommen und dann?
Du musst dich anmelden und Division 4 kommen, dann bist du für dieses Ladder angemeldet. Kann ich mich auch anmelden? Ich hab Modric 87. Ja. Heute musst du dich anmelden. Oder? Heute? Also heute noch Division 4? Nee, das ist voll geiler Content. Zwischen 19 und 23 Uhr spielst du ein Spiel und das geht in diese Rangliste rein einfach. Wie nur random ein Game. Spiel? Ja. Bist du sicher nur ein Game? Das steht, alle 4 Stunden kannst du ein Spiel spielen und es geht nur von 19 bis 23. Also kann man nur ein Spiel spielen, denke ich. Ich melde mich auch an, Jungs. Ja, meld dich mal an. Du musst dich anmelden und dann bis Sonntag Division 4 kommen. Wo kann ich mich anmelden? Die A-Seite. Soll ich dir den Link schicken? Ja, schick mir auch, schick mir auch. Ja, schick Rot, ganz schnell. Rot, ich schick dir gleich. Ich brauch das. Schick Rot, schnell. Rot, schreib mir aber, wenn du Division 4 bist. Ist Division 4 so schwer? Ja, ich glaube nicht, dass du es schaffst. Bis zum 1. Oktober, du. Doch, safe schafft er das. Rohat? Kann man schon schaffen, das ist nicht so krank schwer. Nee, Rubik. Also Division 5 war schon krass gerade, war schon echt gut. Also ich habe alle gewonnen, aber die waren schon echt gut, ja. Ich habe gestern, war es bei Dulmec und ich habe bei Dulmec und Elder zugeguckt. Bruder, ich dachte, die spielen da eine FIFA-WM. Ja, ja, das ist wirklich krass. Und die sind Division 4 und Division 3 und so eine Scheiße. Bei Dulmec ist heftig, der ist ja schon Division 2. Digga, ich habe da zugeguckt, das ist so krank. Chat, glaubt ihr, ich würde schaffen? Welche Division seid ihr? 7. 7? Ich spiele gerade, ich bin 4 und gehe gerade auf 3. Ey, das Richtung. Wenn. Ich habe aber heute erst angefangen. Zu zocken, Bro? Also Rivals. Was war denn dein teuerster Spieler, den du gezogen hast? Ich glaube, man heißt Atatürk, ich kriege ihn klar. Der beste Spieler? Ja. Campbell. Campbell? Ja. Icons, wie teuer? Icon. 350. Ach, dieser Innenverteidiger, Breite. Ja. Er ist übertrieben billig, aber doch keine geilen Playstats. Digga, Dix, hast du diese Company-Karte gesehen? Sind haben die gerade gezeigt, die ist geil. 80 Tempo oder so, ne? Ich hab mir gekauft. Guck seine Playstats an. Ist geil. Ja, was ist das? Du Deck. Got the same color as Blueberry. Na, warte mal, ich will die 40 Subs. Digga, Brutal! Von was? Was ist gezogen? Oblak, du Schwanz, wie kann man so einen Trickbetrüger sein? Wann hast du Oblak gezogen? Das ist ja libanesische Trickbetrüger. Sofort 20 Subs drüber, sofort. Libanesischer Trickbetrüger. Sofort. Ja, Sidney, gib dir mal nochmal 20, da musst du mir nicht. Willst du noch Beweis geben? Ah, stimmt, ich mach wirklich. Ey, das ist krass, ich hab's gar nicht mitbekommen, ne? Ja. Ich dachte wirklich, dass ich gewonnen hab. Morgen bin ich wieder am Discord und dann sage ich zu Mo, ja, Mo, mir fehlen so 20 Subs, ja. Mo! Ja, was ist los? Soll ich ihn geben? Ja, gib einfach. Ja, wie bei Wann hast du, weißt du, ich hab das echt, ich war stupid, stimmt. Ja, ja, ne, hab gelogen. Scheiße, ich dachte, ich bin reich. Ich hab auch nicht gehört. Ja, beide nicht gehört, oder? Digga, ich hatte sogar Modric, ne, nicht mal schlecht. Edi, bist du Craft Attack dabei? Ich glaube, Stegi wollte mich vorschlagen, aber ich glaube, dass die alle nicht wollen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Zeit hab. Ich kann das ja nicht mal. Ich glaube aber, dass es ganz viele nicht cool finden würden, die eingefleischte Community. Ich will ja gar nicht machen, ey. Ja, ja. Das sind alle Schlampen, diese Minecraft-Dings. Nee, oh, alle Minecraft, das sind Schlampen, oder was? Nein, aber dieses Dings, die Community, Mann. Sagst also die du die Community von den ganzen Minecraft-Streamern sind Schlampen? Du bist eine also, Schlampe! Hey! Ganz kurz mal, die würden. Wer entscheidet denn, ob man mitmachen darf? Gibt es da ein Gremium oder was? Ja. Stegi hat mich da letztes Jahr mit reingemacht, der hat mich auch dieses Jahr gefragt, ob ich mitmachen will. Ja, aber, mich auch. Aber dann haben die halt für Nein gewotet und es macht wenig Sinn für mich, auf einem Server zu spielen, wo die Leute dann Nein für mich gewotet haben. Also auch dann dieses Jahr. Und dann habe ich letztes Jahr meinen eigenen Minecraft-Server gemacht und dann sind... Ja. Wow. Oh, also hast du das ganze System gefickt sozusagen. Also hast du so dein eigenes Ding hier nach Berlin, nach Deutschland gebracht wieder. Ja, nach Berlin, Dicker. Ey, Rohat und ich machen eine WG, Leute. Ja, die Fresse, Eldos, Mann. Ja, Bruder, wieso? Marcus! Also, wann kommt eigentlich dein Boxer? Das ist so schön. Ich dachte, wir machen eine WG. Eldos, wann boxt das gegen Hamid? Junges, ey, sind da schon erste Gespräche offen oder ist das? Kann sein, wirklich, ich krieg später DM oder so. Hä, warum? Aber wie meinst du auch, der hat mal eine Anzeige gegen Eldos gemacht. Eldos.
Eldos. Eldos. Und dann Eldos. Eldos, wer bist du denn, Jogus? Der Lich ist der Ars. Das ist Kingsley Coman, Stinker. Warte. Omo zeigt nochmal. Warte, ich bin in Game. Wir schlachten Division 6 ab, Chat. Wen hast du denn? Pelé nur? Pelé, Mbappé. Und? Dembélé und Kolumani gerade in unserer Übergangsphase. Da kannst du noch einen holen? Ja, ich will wenig, glaube ich. Come back! Come back! Come back! Ich glaube, Zentrum wird arme Mann. Oder Defense. Er hatte G+. Defense ist doch günstig, Bruder, mit die Zauberkunde einfach. Ja, wieso schaust du nach Company? Weekend, ich will Worts checken selber. Ich muss die Stats angucken. So. Kennt ihr Weekend League Rewards genau? Ja. Nice. Schön. Mit der roten Player Picks. Ja, weiß nicht. Nee. Diese roten Player Picks immer so cool. Wie cool, man hat doch eh nur Müll gezogen. Sehr gut. Ah, gut. Ja, cool. Dann stimmt, weil sonst sieht man immer Icons aus den Packs, ne? Ist ja dumm. Ja, trotzdem. War voll unnützig. Ja, nee, oh mein Gott. In FIFA 19 waren die gut. Ah, gut. Bist Weltmeister. Ein bisschen Ist schon. Kein Weltmeister mehr, ne? Muss man dazu sagen. Kein Weltmeister mehr. Sag's ja auch nicht. Ja, okay, ja, gut. Ja, diese 2 gegen 2 Weltmeister. Ja. Ist so. Du sagst ja auch nicht zu Frankreich. Du bist ja, Weltmeister. Dora hat Eli recht. Sagst du ja nur zu Frankreich, du bist Weltmeister. Das ist halt in der Vergangenheit, weißt du? Ja, das stimmt. Er ist nur nicht der aktuelle, sehr schön kräftige Sechser. Also sag ich dann einmal zu Uruguay, ihr seid doch Weltmeister, oder? sag ich einmal zu Uruguay, ihr seid Weltmeister, oder? So, weil sie ja nicht Sina, aktuell sind. Danke dir für dein T1. Und Putti, danke dir auch für dein Sub im dritten. T1s, das sind meine Ehrenbrüder. Ich bin auch gerade jetzt. Ist was Neues bei dir eigentlich? Aber wundert mich voll, Bro. Hast eigentlich gesundes Essen, säufst nicht und bist nur unterwegs. Eigentlich müsstest du fit sein. Ich esse wirklich gesund. Ja. Ich saufe. Digga, was redest du? Du bist immer mit 50.000 Menschen unterwegs, Digga. Und wunderst dich, wenn du wieder krank bist. Aber ich will auch gar nicht wissen, wo du überall reinhältst. Ja, das kommt noch dazu. Was hast du das? Ich hoffe wenigstens, du hast die Gummistiefel an, Alter. Wenn kein Gummistiefel, dann Jalen bald. Da brauchst du dich doch nicht wundern, Digga, dass du immer krank bist. Jalen, Bro to Jalen. Ich werde Vater, Leute. Ernst. Das sind die Video 2024. Stellt euch vor, ich mach so ein Video, ich werde Vater, ernst. Jalen, Bro to Jalen. Sidney, wann hast du zuletzt mal reingelunzt? Ist egal. Sag mal. Nee, oder? Nein. Vor 3 Tagen? Ist egal. Ich weiß es sogar, Digga. Wieso, weil es Rohrt ist und ich nicht? Ich war ja danach mit mir im Discord war. Willst du mir irgendwas sagen? Wieso erzählst du es dem Bro nicht mehr? Wieso erzählst du es dem Bro nicht mehr? Sind wir nicht mehr auf einer Bro-Stufe? Ist Rohrt, hat mich Rohrt jetzt überholt, oder wie? Ui. Jetzt nicht 50.000 Leuten auch noch. Gut. Mir hast du es nicht erzählt. Also ich halte dich über mein Leben dann immer am Laufenden, oder? Ich habe Mbappé geholt. Okay. Ja, schon. Weißt alles. Und weiß ich was bei dir? Nein. Ich hab Kontakt mit Eldos. Ja, hast du wirklich. Warte mal. Sydney Cringe. Ja, aber die Leute verändern sich halt, Chat, ne? Die Leute verändern sich halt. Ne? Ey, was jetzt so mit No Food? Sydney Out? Da hat er mich auch wieder verkauft, aber kein Wunder. Hätte Eldos damit gemacht? Hätte Eldos damit gemacht? Ich hab keinen Bock. Hätte Eldos geil! Hätte Eldos damit gemacht, dann hätte Sydney wahrscheinlich gemacht. Dann maybe. Sydney macht doch nicht bei der No Food Challenge mit, weil er nicht abnehmen will. Nein, weil ich Fortnite WM will. Und hauptsächlich, weil du nicht abnehmen willst. Aber ist aber auch gut für Fokus, wenn er in Fortnite WM geht, oder? Ja. Ja, denk doch mal an den Auger. Ja, ja, ich sag doch nicht. Du bist der Fortnite Content Creator Head. Du bist der Fortnite Content Creator Head. Da liegt der Fehler. Du bist doch mein Team aufpassen, hallo. Hast du Ersatz, ja? Ich brauch einen Ersatz, ja. Aber die Teams sind noch nicht. Die Teams sind noch nicht vollständig gemacht. Ich bin gerade mit Trimax ein bisschen im Austausch. Also vielleicht wird da ein bisschen rumgemixt. Aber auf jeden Fall muss jetzt noch einer hin. Wohin, Jungs? Wohin? Rohrt, würdest du für mich abnehmen?
Ich nehme doch sowieso ab, ja? Würdest du für mich abnehmen? Ich hab beim letzten Mal hab ich. Du Hurensohn! Ich hab beim letzten Mal hab ich Dings. Hab ich 8 Kilo abgenommen in einer Woche, wo ich nichts gegessen hab. Und wie lange hast du gebraucht, um wieder raufzubekommen? 2 Tage? Ach, Digga, fick den fetten. Der Rojo-Effekt. Oh, oh, da ist das Chat, der macht den. Auch auf ihn. Als ob, dicke Mann. Ach, scheiße, Digga, ja. Ich hab keine Zeit, Alex, ich muss surfen. Ich muss Packs aufmachen, Packs aufmachen, Packs aufmachen. Digga, wie viel also Polster hat dein Willi reingeknallt, dass der Schwanz 3 Icons zieht? Was? Omet hat 2 gezogen. Kann das nicht, ne? Einfach Omet, Bruder. Verschissener Omet, wirklich. Achso. Achso. Scheiß Omet. Wir sollen mir auch Packs ziehen. Ich mach jetzt auch Packs auf. Edi, hau mal Top 3 Investment-Tipps raus. Vita-Welt ein paar Pullen. Elevate auf jeden Fall. Und die der Sportstrecke. Damit ich auf jeden Fall reingehen. Es ist schwierig zu sagen, weil eh alles hochgeht. Ich sage, der perfekte Zeitpunkt zum Investieren war vor 3-4 Tagen. Mittlerweile ist alles schon echt teuer. Es geht, glaube ich, aber immer noch weiter hoch. Aber ihr müsst jetzt halt ein bisschen warten. Diese ganzen Flips, die sind schwer. Ich habe eine Excel-Tabelle erstellen lassen von Spielern, die zwischen 10 und 30.000 kosten. Und ich beobachte jetzt den Markt. Was? Das ist krank. Nein, das ist Ehrgeiz, Eldos. Und ich würde mir. Du kleiner Hurensohn mit deinem kleiner Wappen. Fick ich den Vater. Oha, la. Wohin auf Oma, jetzt auf Onkel? Ich hab Vater gesagt. Vater auch noch jetzt? Ja, was ein scheiß Draft, Digga. Oh, Bremer, Naschi. Ich hab auch noch einen Draft. Ich brauch Garincha, den belesen Bastard. Hansen. Okay, du lass uns kurz ficken im Draft. Hansen. Hansen, Goat. Wo spielt denn die, Alter? Bei was? Nee, sag nicht so über sie. Wer spielt die hübsche Frau? Ja. Mhm. Ist Hansen deine Child? Ja, das ist mein Bay. Oh. Sie hat 5 Sterne Skills, ne? Ja, 5-4. Das, was ich brauch. Aber Dembele hat 5-5. Aber Dembele ist echt manchmal ein bisschen weird, Alter. Der beste Spieler im Spiel. Ist halt Dembele, was hat Hansen für Playstyles? So ein Trickstar unnötig. Ist aber scheiße. Gute Szene? Oder egal, das ist so gut. Weiß ich nicht. Ich glaube, du bist einfach wieder nur notgeil, Mann. Nein, ich sag. Oh, Beldos, gut. Ich weiß nicht, wer das sagt, dass sie gut ist. Dembele ist so Müll mit seinem 75 Abschluss. Ja, aber auf dem Flügel. Auf Flüge geht's. Krieg ich eigentlich wieder ein Statement, warum ihr wieder bei dir auf dem Kanal gut spielt und bei mir nicht? Weil ich mich angestellt habe. Der Verein spielt gegen dich, Eli. Ich glaube wirklich, der Verein spielt gegen dich. Dich. Nein, ich spiele gegen dich. Nein, ich spiele gegen dich. Überleg jetzt mal, wer. Auf welchem Kanal spielen sie gut? Das ist wirklich krass, ne? Ich meine, das Ton ist ernst. Ich glaube, weil bei mir immer heim ist. Kann wirklich sein. Ich habe dir auch gesagt, ne? Nee, ich will die Heimspiele. Ich kann das nicht mehr. Nee, du hast das nächste Spiel, Bro. Ey, Jello! Nein. Was denn? Wenn ihr so gegen den letzten spielt oder so, darf ich ein Spiel machen? Du bist nicht mehr angemeldet, du scheiß Wichser. Ja, egal, ich melde mich an. Nur ein Spiel will ich machen. Du kannst dich nicht einfach jetzt so anmelden, glaub ich. Warum? Das geht safe nicht. Abgesehen davon sind immer 15 Leute nicht im Kader, die wollten Mo schon richtig anspucken, als Mo bei uns einfach immer im Kader war. Die anderen Spieler. Ein Spiel, ja, oder einwechseln in 10 Minuten, dann kann ich wieder raus. Miau! Mo ist am Chill, ne? Ich will wirklich Sport sehen, mit seinen fetten Dönerwaden. Yes. Ja, ich würde dich nie anspielen, ne? Warum? Wenn ich dir nicht einen Ball geben will. Dönerwaden. Vor allen Dingen, der Typ. Warum willst du auf einmal jetzt Fußball spielen? Und sonst, bei den Illegaler Cups oder bei Battle of the Socials oder so, da hat er sich einfach immer nie einwechseln lassen, weil er keinen Bock hatte. Ja. Aber bei Delay willst du spielen, oder? Ja, so 10 Minuten auf Lock. Aber ich weiß ja, dass ihr ja sowieso gewinnt und so. Wenn ihr beim Fußball kein Mehrwert. Doch. Doch, Bro. Die Fresse, Eldos, du bist scheiße.
Nein, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich bin Geller Winter Games Cup Sieger, Summer Games Sieger und Fußball Cup Sieger. Und Big Daddy B. Digga, stimmt. Ja. Ich war, Digga, ich war bei jedem, ich war jedes gewonnen, Mal mit Eli. Wir haben jedes, Mal, jedes Mal sind wir als erstes rausgeflogen. Ich bin halt ein guter Kapitän. Summer, stimmt, Bruder. Eldos hat Summer Games, Winter Games und Eli Geller Cup gewonnen. Hilfe. Ich glaube, er ist mit Visca Barca Eli Geller All-Time-Winner. Visca Barca hat auch richtig viele Titel schon. Eldos hat Triple. Eldos kann eigentlich retiren. Hat alles erreicht im Eli Geller Cup-Ding. Besser wird's nicht mehr. Nee, besser wird's wirklich nicht mehr. Nächstes Jahr. Back to back noch und dann Retirement. Nächstes Jahr gibt's auf jeden Fall wieder Dings da. Summer Games. Ja. So. Back to back dann. Digga. Jayas. Ich bin einfach bei jedem Eli Geller Cup bis jetzt Gruppenphase oder als erstes rausgeflogen. Das ist geisteskrank. Zusammen mit Cello sogar. Du bist aber nirgendwo im Mehrwert, Junge. Du bist immer der, der keinen Basketball. Bock hat. Nein. Basketball. Da habt ihr auch verloren im Basketball. Ja. Stimmt, Basketball gab's auch. Ich wurde bis jetzt überall VIP, wo ich war. MVP. Bei Basketball, bei Fußball zweimal. MVP. Sogar Winter Games war Team Melle Win. Erste Mal, dass ich mitgemacht habe. So. Team Melle. Ihr habt doch getrollt, Digga. Ich schwör, die haben getrollt. Ich schwör's, die haben getrollt, ne? Die waren eigentlich so weit vorne. Dieses Muttern. Ich hab den letzten Step gemacht bei diesen Muttern. Was war für Muttern? Achso, die hatten ja Finale gegen uns, ne? Ja. Die haben getrollt? Den mussten wir nicht in irgendeinen Becher werfen? Das war ein Game davor. Ach, Finale die Muttern. Ah, stimmt. Melle 100% Winrate. Stimmt, Melina hat auch Basketballturnier gewonnen. Oha. Digga. Vinny habe ich noch nicht getestet. Ich glaube aber nicht, dass er 1 Million wert ist. Vinny, ja. Kann ich machen. Kann ich bringen. Mein Vater ist so abgefuckt von mir, ne? Ich glaube, der kickt mich gleich raus. Nein, ich mach nicht mit dir, Bro. Sie ist der Dumm, Digga. Scheiße. Jetzt so? Schon unentschieden schlimmer als ein Lose, Alter. Aber doch gegen Fenner. Ich hab was gewollt. Ach, Freunde. Welche Division bist du, Sydney? Boah. 7 oder so? Okay. Ich spiel grad wieder Draft. Oh, das ist wieder so einer, der nur Grundlinie rennt und rein. Draft die ganze Zeit. Ich brauch Karincha Chat, ich will ihn haben. Glaub mir, Ham verlässt den Verein um Mut. Warum? Ich glaube, ich mach ohne Icon vorne. Ach, Digga. Los, geh'n Bappi. Schieben wir gleich ein Dildo rein und streamen. Boah, geil, sag Bescheid. Ich will sehen. Wie Ham verkaufen? Weiß, was ich machen soll. Die Neuzki Ribéry. Ey, das. Zweimal Technical. Oder wie Ribéry? Junge, er hat 5 Sterne und PlayStation Plus Dings. Technical. Trust. R1 Dribbling. No, bro. Und was lachst du? Okay. Sorry. Okay. Kauf dir jetzt. Okay, ich hol gleich nach Game. Ja. Ward out. Es geht in die Packs. I got the same color as Blueberry. When the bitch is on a bitch, you better be ready. So, bitch. Alexia. Oh mein Gott. Alexia. Ja, Minecraft muss man aber so ein Modpack machen, finde ich. So. Vanilla ist schon langweilig. Minecraft. Sahne! Big Lock.
Meint ihr, Bellingham ist geil? Oder ist er eher shit? Ich glaube, er ist eher shit in FIFA. Ich sag auch nicht so geil. Kannst du mir nicht so gut vorstellen, irgendwie. Das kostet einfach über 100.000, ne? Ist... Ja, 100. Habt ihr gehört, Arda wieder verletzt? Nee, what? Ja, ja. Arda wieder verletzt. Der ist, tut mir so leid bei so jungen Spielern immer, ne? 50k-Team bauen, das würde ich auch gerne mal nochmal sehen. So, aber ich kann euch keine Teams bauen, weil ich nicht weiß, was OP ist. Und es ist auch alles krass teuer, ne? Karim kostet einfach 40.000. Ich sage euch ehrlich, holt euch Frauen. Die sind am Anfang, glaube ich, richtig gut. Ah, der Yemi kostet 40k? Glaube ich schon. Oha. Sah nicht. Warte, meint dieser Ramirez lohnt sich? Dieser. Ja, ja. Hio lohnt sich. Oh ja, ne? Hio wird sich lohnen. Hio wird sich lohnen. Digga, Sidney hat gesagt, er wird sich für 2 Millionen nicht nachschicken lassen. Oder ist auch schon Millionär? Tisch nicht. Würde ich auch nicht. Was? Ich würde schon. Ich habe manchmal das Gefühl, dass du dich in den Arsch ficken lassen willst. Oder 2 Millionen. Ich ja, ich würde auch. Digga, hätte ich 10 Millionen, ich würde 2 mit. Komm rein. Wo kann ich unterschreiben? Willst du für 500.000? Nee, ja, das ist schon das Kratzer an Ehre. Ach so, aber 2 Millionen nicht? Ich schon. Wenn jetzt nachher zu dir kommt, der hat auch nicht so einen großen, so einen normalen. Dann würde ich sagen, fürs 500k. Du kriegst das hier im Bar, hab einen Koffer dabei. Ja, komm, geh ran. Dann bearbeitet er deinen fetten Arsch. Den Schwabbe-Arsch mit den Haaren drauf. mit den Haaren rumschlabbern. So, ja, 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 dann würdest du so schwitzen an deinem Halsbereich, der ekelhaft. Und so deine Brusthaare und so. Deine Speckwaren werden ganz saftig. Ey, habt ihr eigentlich Brusthaare so viel? Ja, ich hab nicht. Hey, oder ich hab nicht, glaube ich, einen Brusthaar. Das ist normal, haben wir nicht, Eldos. Komm nicht mit. Hast du Bart-Eldos? Nee, ne? Check das nicht, Ding. Doch, ich hab ein bisschen. Wenn du alt bist. Also ich, ja, Eldos hat auf jeden Fall. Hat dein Bruder Bart-Eldos? Der ist älter zu, ne? Weil die haben beide kein Bart, Mann. Wir haben ihn hart Bart. Ja, natürlich hat er Bart. Über seine Lunte da, über seinen Popelstopper. So, Popelbremse. Nee, ich bleib hier. Oh, Türkei? RM? Ja. Oh, ist das Kerem oder wer ist das? Oh, Ennis! Ennis in der! Kerem Potter! Was? Was? Ja, okay. Wieso hab ich eigentlich kein, also so Bart oder so, Brusthaar, ne? Komm noch, Ennis. Glaub mir, ist echt so. Brusthaare ist nervig. Ja, also Freistöße kann hier wieder jeder, ne? Meine Güte, ne? Ohne Freistöße bei Mediapack. Also die 7,5k-Packs, ne, die sind so krass. So scheiße, Digga. Aber man muss sie aufschürfen, weil dann, wenn du es einmal geschafft hast, dann ist gut. Boah, ich freu mich auf 19 Uhr. Warum? GG an alle, die an Jamal investiert haben, warum? Oh! Wie ist denn der Wert? Oh, nee, diesmal nicht. 100 oder was? Diesmal verarsche ich mich nicht. Ich hab den für 50 gekauft. Ja, GG an alle, die in irgendwas investiert haben, jeder Schwanz ist gestiegen. Ich wollte in Saliba investieren, als er bei 32 war, das tut mir so weh im Herzen. Ja, aber es geht ja darum, wo du dein Geld reingesteckt hast. Ich glaube, echt gute Plays. Ich hab's schon doppelt gefühlt. Naja, Digga, Laurent Blanc hat 130.000 gekostet. Der Typ kostet jetzt 600. Ja, du ganz gut. Nike hat sich auch verdoppelt. Hat Blanc IV oder ZM? Blanc IV. Er hat 130k gekostet. Ich weiß noch, dieser Tag, wo ich meinte, Alter. Warum ist der so günstig? Da waren aber alle günstig. Ja, unauffällig, dass er billig ist. Warte mal, jetzt kostet Laura Block hast jetzt 6 Millionen. Was? Warte mal, 600.000 Mensch. Hey, wie hast du das erkannt, dass er billig ist bei 100? Oh, ne. Gut. Hast du so ein Radar? Den hab ich. Fresh von Hansa. Ram oder was? Der ist billig, 150 schon. Nö, gut, da sage ich aber gar nichts in Zukunft. Ganz schön viel. Wenn wir beim Thema Preise steigen sind, ja, und Sydney sagt,
Das investiert in alles, ist eh gestiegen und ich dann ein Beispiel sage, wer extrem hoch gestiegen ist, dann sage ich aber gar nichts in Zukunft, oder? Du Bastard? Ja. Oh, so, Bastard. Bastard? Oder? Dann sag ich aber ein gar Bastard nichts, oder? Persönlich? Nee, ich glaube, Mbappé steigt auch. Nee, meint ihr, kauft euch Mbappé bei 1,5, weil der war ganz schön billig. Wenn wir gerade beim Thema sind und man das sagt, ist einfach gar nichts dazu sagen, oder? Hast recht. Warum hast du den Wurzeln gerade Bastard genannt? Eigenlob, bester Trader. Warte, Jungs, nicht streiten! Jungs! Ey, gut. Da, wenn wir ein Thema sind, dann sagen wir es einfach, oder? Ja! Und du lachst nicht so dumm, du willst für mich abnehmen. Verstehst du das? Sind wir ein Team, oder was? Ich weiß nicht. Ja, bitte. Eigentlich mit Hallo, Ugo, aber eigentlich... Los? Wieso kannst du abschließen? Digga, Ugo, ich frag mich, wie der mitmachen soll, weil der hat doch Herzprobleme. Ein bisschen Angst bei ihm. Max meinte zu mir, die Teams werden nochmal angepasst oder sowas. Ich weiß aber nicht, wer mit wem in einem Team ist. Oh mein Gott, war das gut gespielt! Scheiße! Oh. Mit wem ist Abu in einem Team? Breitenberg. Breitenberg. Boah, wird ihn gedroppt. Was? Ich hab niemanden gedroppt. Nee. Achso, ihr seid beide fett, deswegen. Was soll das denn jetzt? Und Breitenberg wird zunehmen? Abnehmen. Einer von euch muss ja zunehmen. Nee, Abo nimmt ab. Sein eigenes Abo. Abo nimmt zu. Achso, stimmt. Er muss ja abnehmen. Oh, ja, Abo nimmt ab, Breitenberg nimmt zu. Aber ist Breitenberg, wie ist denn der so also in Form? Der ist doch voll fett. Breitenberg, Breitenberg der auch bei Boxkampf, Bro. Aber wieso soll der zunehmen? Er ist doch auch voll Franklin. Fett. Er ist doch auch voll fett. Der Bruder, der kämpft gegen Franklin. Hast du den mal gesehen? Stimmt, Digga, der kämpft gegen Franklin, der wird so in den Arsch gefickt. Der kriegt in der ersten Runde die Fresse eingeschlagen wie noch was. Lohnt sich ja voll. Aber Ostfühl nimmt irgendwie keine ernsten Boxkämpfe. Lass die einfach alle Rot. Hin, lass sich ficken und die wieder. Für die Kakashi, die kriegen wir so neu. Warum Kakashi? Weißt du das, oder was? Nee, aber, Bruder, also... So unmotiviert, wie manche da rangehen? Also entweder ist die Gage so krass, dass es wirklich nicht juckt, aber... Wer ist denn da unmotiviert? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass keiner so richtig Gas gibt. Doch, Breitenberg gibt Gas. Der schickt mir immer Videos nachts, wie er im Trainieren ist, wie er gegen Wand schlägt. Ist ja weiß. Gewinnt er bestimmt gegen Kämpfe. Yo, Pierre, you wanna come out? In New York, I'm in Europe. Das ist so ein Tor in FIFA, also nee. Ey, Eligello. In New York, I'm in Europe. Er ist vermutet. Okay, dann sage ich es euch, Jungs. Hört mir zu. Vertraut mir Bitcoin nächstes Jahr. Wenn nächstes Jahr ein Bullrun kommt, nächstes Jahr ist Halving, meine lieben Freunde. Halving. Ja, trust Bitcoin me. Ist wieder gesunken, ne? What? Hör mir zu, Digga. Kauf dir nach. Wenn du Millionär werden, noch Multimillionär werden willst, kauf nach. Trust. Nächstes Jahr Halving. Wenn ein Bullrun kommt, Bitcoin 24.000. Das Hallo? Ist doch bald, du. Ja. 24.000 Euro. Ja, das ist egal jetzt. Ist egal? 24k kostet ein Bitcoin? Ja. Ja. Also nächstes Jahr geht's los? Nee, nächstes Jahr, Bruder, du wirst mich einstellen als Trading-Experte. Aber erklär mal nochmal den Leuten, warum nächstes Jahr steigt. Nein, da habe ich losgelassen mittlerweile on Stream, weil das Problem ist, bei so solchen Themen, es gibt immer irgendwelche Leute, irgendwelche Hurensöhne, die mir dann auf Instagram sagen, so sein. Ich sag das nur unter uns, guck mal, du hast die Bitcoins gekauft, als ich gesagt habe, sollst du Bitcoins kaufen. Da war die 17k, 15k und es ist voll der feine Preis. Ja, das stimmt. Siehst du? Ich bin echt günstig eingestiegen, muss ich sagen. Ich weiß noch, wo du mir das erklärt hast. Ja, Bruder, das war auch in L.A., Digga. Da war ich auch nicht. Da war ich mit meinem Kopf nicht bei der Sache. Aber... Wie? Wieso? Wie Kifi-Uhr? Nein. Nee. Wegen Urlaub so? Und so, Jungs. Wie? Pilz? In L.A.? Kifi? Und dann... Digga, das ist ja was. Ey, sagen Pilz. Verstehst du, glaubst du an Mathematik, hat er mich immer gefragt. Digga, einfach unser Uber-Fahrer war high, ne? Ja. Digga, die rauchen da einfach, während sie da am Uber-Fahren sind, ne? Digga, Bruder, man kann sich da Weed liefern lassen, hat er mir gesagt.
Ey, gehen wir eigentlich im Winter wieder irgendwo hin? Ja, bitte. New York, trust. Nee, aber es ist halt sehr kalt, ne? Kann ich nicht machen. Könnten wieder L.A. tanken, aber... Japan ist schwer mit Stream, glaube ich. Thailand. Thailand? Aber das ist wenig zu tun. Für so ich will aber lange weg sein, für so einen Monat. Tschö. Ich will halt auch 1,5 Monate frei. Ja, mir ist Wayne. Ich brauche vorher nur einen Plan, Jungs. Also ich muss wissen, wo, damit ich einen Plan machen kann. Ne, mach du bitte den Plan. Ich will schon mal gucken, wo man Gras kaufen kann. Ja, das ist entweder in Amsterdam oder in L.A. Eins von beiden. Guck mal, wie dreckig er lacht. Da Julius, ne? Ich schwör's dir, wenn ich deine Freundin nicht fick, wenn ich mal Liverpool bin. Yo, ey, yo! Was? Wie? Oh, Freundin! Darwin! Wer sagt Darwin, als wäre er so hier im Discord? Ich will es echt gar nicht, Digga. Dass ich auch weiterspiele gegen den, wie heißt der? Sag mal, wie ist der Name? Genichi, ich schwör's dir. Also bei der ersten WL, da gibt's wieder einen Skandal. Da haben wir wieder jemanden. Einer geht auf Twitter, sagst du? Ich hab schon Mute-Taste eingerichtet für meinen Stream. Einer geht auf Twitter. Dieses andere Viral. Miami mit Bullets. Chloe Kelly. Miami Booby Trap und Bullets. Oh mein. Und Messi. Und Messi und NBA. Ich glaube, da ist Season Over schon vor MLS. Oh. Bullets, Booby Trap, Messi. Oh mein Gott. Was ist denn Booty Trap? Strip Club. Ey, du warst schon mal im Strip Club? Ja. Ja. In Dortmund. In Dortmund? Hattest du Steifen? Nein. Hattest du Steifen, Penis? Ich hatte Angst am Anfang. Am Anfang direkt so. Handy, keine Foto und so. Ja, Junge, die dachte, sure. Der hat sich da im Spielerland verirrt, Digga. Wenn er sonst. Bälleparadies einfach. Erstmal mit 16 oder so. In Prag wurdest du runtergezerrt von irgendwelchen Dingen. LA Karte. Waren wir auch. Ja, LA war crazy. Phoebus Raid? Phoebus, thanks. Danke für deinen Raid. Ich bin gerade in-game. Wir sind mit den ganzen Jungs im Discord. Ich hoffe, ihr habt einen sehr, sehr coolen Stream. Danke für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen sehr, sehr. Was habt ihr gemacht? Ich muss mich gerade konzentrieren, wisst ihr? Deswegen ist es ein bisschen kritisch. So, der Song ist krass. Ne. Velo? Okay. Was für ein Rank ist sie? Someday. Das sind dann zwei Ohr, das ist gut sogar. Guck jetzt, wie ich ein Tor mache. Er läuft. Vinicius. Ah! Rocket League? Ah, okay. Schade. Danke. Oh! Danke für deinen Raid. War ein neuer Controller. Ein Controller ist heute schon kaputt gegangen, leider. Ey, danke für den T-Wap, Fritz Show. Ah! Danke. Ich und Phoebus haben Kehr gemacht, Chat. Someday we go set it. Werbung, ich liebe es. Ich kann das leider nicht ändern auf Twitch. Firat, danke dir für deine 12. Ich weiß nicht, ob ich heute noch in RP gehe. Mal gucken. Oh mein Gott. Okay. Was machen die Jungs im Discord? Ehrlich, ich glaube, ich kann Wochenende nicht spielen, krank. Nee, ja. Oder? Ja, nee, geil, oder? Meine Wobei Mandeln das sind entzündet. Ja, Mandeln. Ist aber auf meinem Kanal, dann ist es eh besser, weil dann haben wir eine Position mehr, die vielleicht gut spielt. Nee, oder? Stimmt, weil ich sonst schlecht spiele.
Nee, auf meinem Kanal immer voll geil, Bro. Ich sehe, ich habe mir Highlights angeguckt, sagtest du, du wärst in der Skill Compilation und bei mir spielst du immer Hacke. Sieht gut aus? Ich muss mir das mal angucken. Sah gut aus, ja. Cool. Aber war die so schlecht? Weil ich war voll getankt halt vom Oktoberfest, glaube ich. Mein Tank war voll. Ich hab, weil auch wenn mein schon, boah, ich fühle mich voll spritzig heute. Ja, aber Wetter war auch gut, Platz ist gut. Wenn du auf einem geilen Platz spielst, ist die halbe Miete. Ja. Bei uns, der Platz ist ultra geil. Findet ihr den Kunstrasen echt gut? Das ist ja gefühlt nicht mal so ein Kunstrasen. Im Vergleich, oder? Ja, Ansu Fati, holt euch mal Ansu Fati. Im Vergleich zu den Spielen, so, was wir sonst so haben? Weißt du, was ich meine? Es gibt ja diese mit so Ich weiß, was du meinst, Habibi. Aber wir spielen sonst immer auf viel schlechteren Plätzen. Da ist das ein Segen. Tamam. Ja, 4-4-0, wir haben so eine Standpauke bekommen. Wir haben so geil gespielt. Wir hatten das geilste Spiel. Danke für die ganzen Subs, by the way, Chat. King hurts anymore, I find a free. Kids who used to be. In die Hand, wichtig. Kannst du mir sagen, ich war halt in Erfurt, wir haben uns ausgetauscht und hat gesagt, dass wir so gut miteinander sind. Feste. Das war's auch. Okay, jetzt außen lang. Rafael Leão anspielen. Oh mein Gott, was ein schlechter Pass. Oh, lei. Ich muss das Spiel jetzt gewinnen, ne? Ich habe ja noch Dembélé zum Einwechseln. Was ein schlechter Pass! Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Pull up on your beach. Scheiße. Ich muss das Game gewinnen. Okay, let's go. Bitte. Yes! Wichtig! Mann. Hallo? Hallo? Ah, Herr Cello. Ja, Cello, du warst gestern. Hast einen Sitzen gehabt, ja? In der Rüstung gerümmert. Nein, hey, ich war nicht mal besoffen. Ich war ohne Sinn. Ich sehe das, Eli. Ja, ich seh das. Weil sie so kacke gelabert haben. Mit ihrer Birgit. Birgit? Warum haben kacke gelagert? Was hast du mir geschickt? Ja, Ahnung. Wegen Bierchen. Nein, alle also Männer auf der Schule drin. Digga, Eldor schickt mir einfach von irgendeinem E-Girl einen Discord. What the fuck? Was ist das? Also, ich check nicht. Also, nichts gegen Leute, die Kaffee und Cappuccino uns trinken, aber ich check euch nicht. Ich finde, oh, geil. Das schmeckt ja nicht mal. Also, oh, den Sinn dahinter kann ich bestätigen. Den kann ich verstehen, den Sinn dahinter, aber so Cappuccino fand ich überhaupt nicht geil. Oder auch Kaffee. Muss man sich reintrinken. Am Anfang hat es Timo auch nicht geschmeckt, aber irgendwann kommst du auf den Geschmack. Irgendwann ist man da drin? Ja, irgendwann bist du in der Bubble. Eldor trinkt safe Cappuccino wie Bier. Je älter du wirst, desto besser schmeckt. Ne, Bier immer eklig. Was soll denn das jetzt, Sidney? Was? Was soll denn das jetzt? Wieso? Nee, passt doch wirklich. Bier. Ja? Mittlerweile? Wie war dein Flug, Eli Cello? Hat alles geklappt?
Ja, Bros kam erst eine halbe Stunde zu spät, Arsch. Dann wurde es ein bisschen knapp, aber ich hab's hinbekommen. Hä, wieso eine halbe Stunde zu spät? Ich hab den doch bei mir um 10 nach aus dem Haus gejagt. Keine Ahnung, der war auf jeden Fall zu spät. Der ist doch safe noch zum Götz sich dieses Eierbrot holen. Ja. Digga, ich muss auf jeden Fall mich konzentrieren. Chat. Ist gerade sehr, sehr wichtig, dieses Spiel. Ich weiß nicht, Chat, wo wollen wir. Also. Ich würde noch warten bis Promo-Packs in einer halben Stunde und dann würde ich irgendwie Game wechseln. Aber worauf habt ihr Bock, Chat? Och nee, Mann. Och nee, Mann. Velo? Ich bin scheiße in Velo. Also richtig kacke. Mann, ich mocke! Nee, bitte nicht. Wann Party enden sie mit Zip, Eli, Willi? Och, schwer, ich weiß nicht. Wir könnten mal wieder in RP reingehen, auf jeden Fall. Nee, ich will keinen Reaction. Ich will das. Nee, Dora. Ich will das nicht auf dem Main chillen. Oh mein Gott. Und Abpfiff. Ich kann das nicht. Was ist denn mit dem Video? Das ist doch noch gar nicht online. Nee, das ist immer noch nicht online, Dora. Wer hat sie denn? Welcher Wirt hatte die Dateien? Ja, Pat, Digga, weil er der Wirt ist. Deswegen. Ja, dann kommt das Video morgen einfach, Dorian. Rechts Hansen halt wegen Eldos. Er sagt, sie ist gut. Hansen. Baby girl, Shorty. Ski Mask. Aber Eldos. Sie hat 75 Ballons, Bruder. Eldos! Nee, ich will keine Reactions auf dem Menschen. Ich will keine Reaction auf dem Menschen. Ja, 100%. Mm. Bruder. Caroline? Eli, du glaubst mir nicht. Aber Willi hat an mich geglaubt auch. Spielt er sie? Und ich hab jeden überzeugt mit Caroline. Wen spielst du, Linksverteidiger? Oh, mein Headset ist leer. Ach. Junge, wie oft passiert das, du Schwanz? Ich kann das nicht. Ist auch das Headset leer, ist wichtig. Fuck mich so ab. Das ist gestern auch schon wieder passiert. Boah, Lucio, so ein guter Preis, ne? Lucio geholt. Für 1 Million. Auch hier 200.000 gespart. 250. Jetzt geht's wieder. Hast du ihn gestern geholt, oder was? Ja. Boah, ich muss Vinicius kaufen. Eli, so viele Pros sagen auch, dass Hansen top ist, also... 5 Sterne Skills hat sie, ne? Ja, genau. Der Kanal ist auch Dead Buddy. Sag ich auch, aber das liegt doch daran, dass ich nicht streame. Also jetzt ein bisschen mehr, aber... Ich will halt erstmal wieder richtig streamen, bevor ich wieder mit YouTube anfange. Ja, aber ihn alle lieben. Ich glaube, Ronaldinho ist der Spieler, der am wenigsten gehatet wird. Ich würde den selbst 4 Millionen nicht holen. Ja, aber er macht Bock. Was sind seine Dinger hier? Stimmt nicht so gut. Er kostet 4,9.
Ja, weil ich keinen Bock drauf habe. Ich mache so, je nachdem, wie ich mich fühle, Florian. Ich habe keinen Bock, eine Stunde TikTok zu gucken und ich habe auch keinen Bock, ein Horror-Game zu zocken. Es ist wie eine Yacht. Wenn du nicht mehr weißt, wohin mit deinem Geld, dann in Ronaldinho. Wie eine Yacht. 5,2 Millionen Ronaldinho. Ronaldo, die Assis Moreira. Boah. Und sollte auch noch so LM bei dir, oder? Nee, Doran, bring einfach das Dings-Video morgen. Dieses eine Video für die Dings. Dieses Box-Video. Und dann gucke ich danach, was ich mache. Und was ist danach? Danach gucken wir. Stimmt, die wirklich ist geistkrank. Und die kann auch Shot. Elder Shot? Ja. Nkunku hat den besten Elder Shot. Maradona gibt es nicht mehr im FIFA-Chat. Nkunku. Nkunku. Wie ist Pelé? Weiß es einer? Alle sagen der Beste. Echt? Aber warum hat denn Pat die Datei nicht? Ja, dann lädst du es übermorgen hoch, das Video, Doran. YouTube juckt mich gerade 0,0, for real. Oder die, ne, Pelé kostet 6 Millionen. Kann Pelé rechtes Mittelfeld spielen? Auch ganz abgehoben? Oder schießt auf Kingsley. Ja, aber mir geht's ja gar nicht mehr so krass um sowas. Und ich will Spaß haben, Bruder. Mit Ronaldinho werde ich den Spaß meines Lebens haben. Ja, und dann hast du so einen Vieira da drin? Der sieht nicht nach Spaß aus. Hast du mal sein Bild gesehen? Vieira kommt ja raus. Vieira wird rauskommen. Der ist nicht für Spaß da. Ich überlege, sie dann ins Mittelfeld zu machen, aber es ist viel zu offensiv dann. Cruyff, ich bin ein Cruyff-Hater. Boah, Cruyff so cool. Johan, Cruyff. Ich glaube, dieses Jahr ist echt nicht so gut, Eli. Weißt du? Nee, das nur dieses Jahr. Das Geld habe ich, hole ich mir einfach. Auch ja, davor, er war immer geil. Er war mein Lieblingsspieler. 4,8. Ja, yeah, okay, tschüss. Gibt es ein paar Videos, die wir uns angucken können gleich? Auf Vlog? Ein Tag als Waffenhändler, so ist es wirklich. Ich glaube, wir gehen in Just Chatting rein. Ich habe nicht mehr so Lust auf FIFA. I'm sipping on Bella. Ja. Ein Tag als Waffenhändler, so ist es wirklich. Waffenhändler, illegal oder legal? Lass uns das mal angucken erstmal. Boah, Alter. Puh. Wie viele Waffen sind das jetzt hier? Knapp über 5000. Waffen? Tschüss. Sind überall, ob in Filmen, Videospielen oder Musikvideos. Und knapp 1 Million Menschen in Deutschland besitzen mindestens eine Schusswaffe ganz legal. Insgesamt. Was? Digga, das wusste ich gar nicht. Danke für deinen 42 Monate, Tassos. Gibt es sogar über 5 Millionen registrierte Waffen im Privatbesitz. Die Vorstellung, dass so viele Menschen eine Waffe zu Hause haben, finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen komisch. Digga, wusstet ihr das? Dass 1 Million Menschen eine Waffe haben? Hätte ich niemals gedacht. Das Thema ist ja auch nicht ganz unumstritten. Trotzdem versuche ich mal ganz unvoreingenommen an das Ganze ranzugehen. Ich frage mich, warum man überhaupt eine Waffe besitzen möchte und wie das Geschäft mit den Waffen genau abläuft. Deswegen werde ich heute Waffenhändler einen Tag lang bei ihrer Arbeit begleiten und auch selbst mal die ein oder andere Waffe in die Hand nehmen. Ja, ach, grüß euch, da seid ihr ja. Hallo, grüß dich. Ja, Felix, grüß dich. Du bist Waffenhändler? Kann man so sagen, oder? Kann man so sagen. Was macht man als Waffenhändler genau? Man kauft und verkauft Waffen an Privatpersonen, an Behörden, von Behörden, an Großhändlern, an Händlern, je nachdem, wie weit man sein Spektrum ausdehnt. Was für Waffen verkauft ihr so? Zivilwaffen, also reine Waffen, die nicht dem Kriegswaffenkontrollrecht unterliegen, Sportwaffen, Jagdwaffen. Könnte ich jetzt auch eine Waffe bei dir kaufen? Wenn ich die entsprechenden Erwerbsberechtigungen von dir kriege, ja. Hast du die nicht, ist es unmöglich. Du brauchst die Legitimation, das heißt eine Waffenbesitzkarte oder eine. Wie kriegt man so eine Waffenbesitzkarte, Chat? Brauche ich dafür einen Waffenschein? Ja, ne? Safe. Waffenschein und Test machen und so. Was hast du vor? Nee, ich frag nur so. Den Jagdschein musst du mir vorlegen. Hast du das nicht?
gibt es keine Waffe. Jetzt darf ich dich ja heute mal so ein bisschen bei deiner Arbeit begleiten. Ja, natürlich, kein Problem. Was steht heute so an? Es kommt jetzt gleich noch ein Kunde, der kommt mit ein paar Schusswaffen hier an. Den kenne ich noch sogar von früher. Der kommt hier aus der Gegend und der kommt und bringt mir heute, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Waffen mit. Mhm. Und die bewerten wir dann, taxieren die und versuchen ihm ein entsprechendes Angebot zu machen, dass er sie hier lässt. Hier ist unser erstes Lager, unsere ersten Arbeitsplätze. Hier lagert jetzt alles, was keine Schusswaffen sind und keine Munition. Schäfte, Optiken, Griffschaden. Das sieht gar nicht so krass gesichert aus. Ein zweites Lager. Hier haben wir jetzt schon Munitionlager. Das ist schon ein bisschen mehr abgesichert, dieser Lagerraum. Findet ihr auch? Das sieht so jetzt nicht so unbedingt krass sicher aus. Hier lagern jetzt Hülsen, Geschosse, Munition.